Mein Name ist Claudia Obert von der Firma IMK, das heißt immer mehr Kohle. Und ich ziehe hier seit 30 Jahren die Leute über den Tisch. Claudia ist nicht nur reich, sondern auch lustig. Ihre Modeläden in Berlin und Hamburg dienen ihr vor allem auch als Bühne, die sie nur zu gerne bespielt. Aber woher kennt man sie eigentlich? Man kennt mich aus Emmendingen, da bin ich geboren. Das ist in der Nähe von Freiburg im Breisgau. Und ich bin sehr quirlig und ich liebe es, im Mittelpunkt zu stehen. Logisch, dass sich auch diverse Reality-Shows wie Promis unter Palmen, Promi Big Brother und Claudias House of Love um die Powerfrau reißen. Aber jetzt lernen wir Claudia Obert mal anders kennen, nämlich als knallharte Businessfrau. Und wie fing das an? Ich war als Kind, so wie ich heute bin, ich habe den Luxus geliebt. Ja, meine Mutter hat alles für mich genäht, mein Großvater war Maßschneider. Wir hatten ein schönes Haus, wir haben nie gehungert, wir haben auch nie Durst gelitten, wir waren eine Winzerfamilie. Ich wollte einen Porsche haben, ich wollte Juwelen haben, ich wollte dies und das. Dann hat mein Vater zu mir gesagt, beweg deinen Arsch, dann kannst du es dir kaufen. Und Claudia hat ihn bewegt. So haben wir jetzt 1,5 Hinterhofläden und 3 bis 5 Millionen Euro Umsatz. Mich als Privatperson gibt es fast nicht, ja. Ich bin eine Litfaßsäule für Luxus. Dieses Kleid gehört der Firma. Meine Reisen, meine Getränke, mein Essen, meine Ausgaben, alles, was ich tue, das ganze Wellness, die ganze Massagen, das Training, das Fahrrad, gehört eigentlich alles der Firma. Aber die Firma gehört mir. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Zahl der Millionäre in Deutschland aktuell um etwa 6,3%. Insgesamt kommen also 100.000 Menschen neu in die Liste der Vermögensmillionäre. Der Anteil der Millionäre in Deutschland beträgt dadurch jetzt rund 2% der Gesamtbevölkerung. Also etwa 1,6 Millionen Menschen. Ich muss mich ja nicht dafür entschuldigen, wie viel ich habe, aber mir tun alle leid, die weniger haben. Bis Hast du schon Hunger? Gehen wir nachher essen? Können wir später machen. Erst ein bisschen arbeiten, ne? Okay. Ich bin noch am Schreibtisch. Okay. Tschüss. Max ist Claudias Lebensgefährte und hilft bei der IT. Für Claudia baue ich jetzt gerade die Homepage auf, damit quasi auch alle ihre Kunden wissen, was sie denn nun wirklich tut. Die ganzen Webshop und die ganzen Website mache ich für Claudia als Liebesdienst. Ja, Max und ich, wir sind ein spezielles Pärchen. Mein Prinz. Prinz, ne? Möchtest du einen Schluck? Immer. Wir sind jetzt ja kein klassisches Paar. Claudia ist 36 Jahre älter. Meistens ist es ja andersrum. Alte Männer, junge Frauen, da ist alles in Ordnung. Aber mich interessiert es nicht. Und die 61-jährige Claudia hat eh keine Zeit, darüber nachzudenken. Ständig auf der Suche nach den neuesten Modetrends pendelt die selbstbewusste Geschäftsfrau regelmäßig zwischen ihrer Wahlheimat Hamburg, Berlin, Mailand und Ibiza. Claudia hat kein Auto und nutzt die Bahn. Ihre kleine Wohnung in Hamburg im schicken Stadtteil Eppendorf kommt daher eher zweckmäßig daher. Hi, kommt rein. Hi, sehr gerne. Also, das ist mein Hamburger Homeoffice, ja. Wenn ich im Laden eine Luftmatratze hinlegen könnte oder eine Hängematte, dann würde ich im Laden übernachten. Deshalb penne ich hier. Ja? Ja, und hier ist so mein Büro. Eine Küche ist es hier nicht. Im Herd ist der Werkzeugkasten. Der Herd war noch nie an, muss er auch nicht. Denn ich koche nicht, ich föhne mich nicht und ich plombiere mir auch die Zähne nicht selber. Hier ist meine Bibliothek und die Kaffeeküche und ein paar schöne Gläser. Ja, und gut ist. Unter mir sind 20 Bars und Kneipen und Restaurants. Ne? Da brauche ich hier nicht auch noch damit anfangen und rumkrümeln. Ich hasse es. Ja, das ist alles sehr kompakt. Und ich habe auch sonst eine Einstellung im Leben, die da heißt, benutzen, nicht besitzen. Ich habe also null Bock, dass ich mich noch über einen Gärtner ärgern muss, der den Rasen nicht mäht. Eigentlich wohne ich mehr auf Ibiza als in Hamburg. Ich hasse dieses Seuchenwetter. Und das Licht da bekommt mir viel besser. Ne? Eigentlich sollte ich nach Monaco ziehen, da hat es auch noch einen Vorteil. Da muss man nicht so sehr, wird man nicht so sehr geplündert vom Finanzamt. Turn the beat around.
ich habe mich ja hier gerade neu eingerichtet im Stil des Hamburger Luxushotels Fontenay, weil ich eigentlich da wohnen möchte, wenn ich in Hamburg bin. Die Bude kostet rund 700 Euro monatlich. Ich glaube, warm oder kalt. Ich gucke da nicht so genau. Ich mache es wie der Papst. Ich gebe so viel aus, wie ich brauche. Jede einzelne Rose kostet 6 Euro. Und wenn ich die haben will, dann kaufe ich die einfach. Das Gefühl zu haben, ich könnte, wenn ich wollte, ich meine, ich habe jetzt vielleicht eine runde Million, mehr ist es nicht, auch wenn überall steht Multimillionärin, eine Million, aber das reicht mir schon. Und ich gebe auch gern großzügig Geld aus. Und wenn es nur für kleine Dinge sind. Aber ein Blumenstrauß für 120 Euro ist auch schweineteuer. Was das ganze Zeug jetzt im Einzelnen gekostet hat, da bin ich überfragt. Ich kann mal gucken. Das Bett kostet 5.400 Euro für ein Boxspringbett. Ah, die Matratze nochmal extra 500. Oh, die kleinen Tischchen, Tausender. Nachttischleuchte, Tapete. Hin und her und kreuz und quer. Die nimmt es von Lebendigen. Ich habe das noch gar nicht geguckt. Die Sofa kostet 5.280. Ja, bei IKEA gibt es natürlich alles viel, viel günstiger. Aber dann ist es nicht mehr so schön. Und wenn ich dann mal was mache, dann gehe ich gerne ins High-End und spare nicht. Also hier ein bisschen was, 40.800. Ja, manche Leute kaufen sich einen antiken Aschenbecher für 50.000. Dafür habe ich doch verdammt viel Zeug gekriegt. Und diese Schweine, Lieferung und Aufbau haben sie auch noch extra berechnet. 885, naja. Ich habe denen gesagt, ich will es wie das Fontenay. In den Farben, im Stil. Claudia träumt von einem Leben in einer Hotelsuite. Udo Lindenberg wohnt im Atlantik in Hamburg. Coco Chanel war im Ritz. Ich lieb's Hotelsleben. Ich kann von einer Hütte in die andere. Leider sind die Räumlichkeiten seit Jahren ausgebucht. Also besucht Claudia ihren Freund Peter, um etwas Fontenay-Luft zu schnuppern. Also am Wochenende, das war auch schön, schöne Party, ne? Ja. Warst du schon schwimmen? Ja. Echt? Alles schon erledigt. Also da ich ja sehr lange in Frankreich gelebt habe, ja, für die Franzosen ist es nicht so ein Akt. Man könnte gerade meinen, wenn jemand hier ein Glas Champagner trinkt, das ist wie wenn er sich entjungfert oder eine Niere spendet oder irgend so ein Quatsch. Ja, in Frankreich ist es normaler. Also ich hoffe ja, dass wir bei Nachbarn sind, ne? Das wäre doch toll. Und, das wäre doch lustig. Sag mal, wie lange wohnt ihr schon hier? 5 Jahre im April. Und wenn ich jetzt essen will und den Roomservice anrufe vom Hotel, dann bringen die das? Dann bringen die das hoch. Ja, ein Traum. So, und hier haben wir dann unser Badezimmer nochmal. 17 Wohnungen gibt es und 17 Wohnungen sind vermietet und nie wird eine frei. Mhm. Seit 4 Jahren warte ich drauf. Seit 5 Jahren. Wenn ich nur hier einziehen könnte. Ja. Die paar tausend Euro im Monat kratzen mich dann auch nicht. Also diese Wohnungen im Fontenay, die sind unterschiedlich groß und die kosten so zwischen 4.000 und 8.000 Euro. Und das hängt auch damit zusammen, welchen Service man da permanent beansprucht. Wie alles. Es geht immer von bis. Einmal nur aus. Normalerweise überprüft Claudia nie die Ausgaben auf ihrem Konto. Diesen Monat überweist sie sich von ihrem Geschäftskonto einen 5-stelligen Betrag. Und will mal sehen, wie weit sie damit kommt. Also, ich habe mir jetzt mal spaßeshalber 20.000 Euro überwiesen. Und da will ich mir mal eine Transparenz schaffen, wie ich damit so längst komme, mit meinen Fixkosten und mit meinen variablen Kosten. Die Miete für mein Hamburger Homeoffice, für diese Studentenwohnung, kostet 670 Euro. Dann habe ich eine Mietbeteiligung auf Ibiza und die kostet roundabout 2.000 Euro im Monat. Dann habe ich die Krankenkasse. Da bin ich dummerweise sogar in der gesetzlichen und nicht privat. Die kostet auch rund 1.000 Euro. Dann, das ist jetzt schon etwas luxuriöser, mutet es an, meine Schwimmbadpräsenz im Hotel de Fontenay mit den entsprechenden Behandlungen und meine Massagen. Und 500 Euro kostet allein das Schwimmen jeden Monat. Da bin ich so ganz locker bei 1.800 Euro dabei. Ach, da können wir noch reden über 14.330 Euros.
14.000 ist sehr viel Geld, 20.000 auch. Damit kann ich locker auskommen, aber muss ich nicht. Ich bin nicht auf die Welt gekommen, um zu sparen. Ja? Über Geld redet man doch oder auch nicht, aber auf jeden Fall gibt man es aus. Ja, und das macht Claudia nur zu gerne. Fast 3.000 Euro nur für Wohnungsmieten. Ein Normalo zahlt durchschnittlich 780 Euro. Modemillionärin Claudia Obert ist seit 35 Jahren in festen Händen. Zumindest was ihre Haare angeht. Fast täglich besucht sie ihren edlen Stammsalon in der Hamburger City. Ich lasse mich ein bisschen aufhübschen, ein bisschen föhnen und schminken. Und vor allen Dingen lese ich dabei die ganzen Modeillustrierten, so ist die Zeit nicht verplempert. Aber natürlich verschönert man die Millionärin hier nicht umsonst. Färben kostet, glaube ich, 80 Euro, schneiden kostet auch 80 Euro, föhnen 55, ein Full-Make-up 80. Da kommt natürlich schon was zusammen, aber es macht sich bezahlt, denn ich kriege nur Lob. Das habe ich schon, als Teenager bin ich immer zum Friseur. Ich habe mal einen Riesenkrach gekriegt mit meinem Vater und dann habe ich zu ihm gesagt, das, was du im Monat verdienst, das brauche ich für einen Friseur. War gar nicht begeistert. Ich liebe meine Haare. Meine Haare sind mein schönster Schmuck. Weißt du noch, Stevie, einmal hast du mich zweimal an einem Tag geföhnt. Da bin ich nach dem Friseur zum Schwimmen und aus Versehen untergetuckert. Da musste ich wiederkommen. Ne? Haare wie ein Pferd, Haut wie eine Kuh. Also gepflegte Falten sind besser als ungepflegte Falten, allemal, ja. Ich sehe halt einfach besser aus, wenn man an mir restauriert hat. Zu schön. Ja, okay, Kleine. Ab auf die Straße. Sehr wunderbar. Schickst du mir die Rechnung? Ja, schicke ich dir. Das sind wieder Make-up, Fernseh-Make-up und Hairstyling. Für 200 Euro, wie immer, schicke ich dir die Rechnung nach Hause. Ja, sie ist aber auch mega. Ich bin die aus. Schönste Frau im TV. Aber hallo! Der Friseur ist deshalb so sau wichtig, weil ich da auch meine Kunden treffe. Die Tanten gehen auch zum Friseur, die ganzen Ladies. Ich bin stadtbekannt, ja, ich bin bekannt wie ein bunter Hund. Wenn ich aber zu Hause auf dem Sofa sitze, flach atme, Strom sparen, Heizung abdrehen, nicht duschen, Wasser sparen, alles, das sollen wir doch machen heutzutage. Die haben sie nicht alle an der Waffel, haben die doch einen. Da mache ich keine Kundschaft. Aber Claudia ist auch gerne selber Kundschaft. Meine Kosmetik hole ich da immer in der Nachbarschaft am Neuen Wall im Hamburger Hof. Guten Morgen. Grüß dich, Carmen. Wenn ich mir was kaufe irgendwo, dann achte ich auf Freundlichkeit, auf sehr guten Service und auf Sachkenntnis. Ja? Und das Gleiche gibt es bei mir in meinen Geschäften. Für die Haut wieder ein paar. Ein paar oder eins? Oder ich nehme ja immer die Kaviar-Creme. Die Kaviar. Ja. Nimm Platz bitte. Danke. Gerne. Ich habe auch ein bisschen Zeit heute. Kein Stress. Ja, du weißt ja, wenn ich nie keinen Stress mache, dann geht's mir nicht gut. Hast du die große Büchse da? Die große habe ich da. Es gibt ja zwei Größen. Die ganz große, die ist billiger. Die liegt bei knapp etwas über 900. Nee, aber die hält bei mir monatelang. Also die muss man nur in einer geringen Menge verbrauchen, diese teure Creme. Weil wenn man viel drauf knallt, dann nimmt die Haut gar nicht auf, ja. Das ist wie mit dem Saufen. Man kann nicht mehr reinschütten, wie man runterkriegt. Auch ich nicht. Produkte habe ich drin und den Aktionspreis von 20% ist natürlich abgezogen. Vielen Dank. Perfekt. Claudia zahlt mit Rabatt 872,40 Euro für Creme und Duschgel. Die Deutschen geben im Schnitt 87 Euro jährlich für Kosmetik aus. Die Millionärin liegt da nur minimal drüber. Unternehmerin Claudia Obert hat sich diesen Monat 20.000 Euro auf ihr Privatkonto überwiesen. In Hamburg hat sie sich spontan mit ihren Freunden Peter und Olaf zu einem kleinen Happen verabredet. Ich habe immer darunter gelitten als Kind, dass man zu gewissen Zeiten essen musste. Und dann war die Speisekammer abgeschlossen. Ne? Deshalb habe ich mir immer gesagt, ich esse da, wo ich Hunger habe. Und meistens habe ich so zwischen 16 und 17 Uhr Kohldampf. Einmal am Tag mache ich Beute wie ein Wolf. Ja. Sehen meine Haare gut? Sehe ich gut aus? Alles perfekt. Oh,
Jetzt ist auch Olaf da. Und was gibt es zu essen? Oh, ich rieche schon. Nee, gar nicht wahr. Oh, das sieht schon. Danke, ich liebe sie. Dann wünsche ich euch einen Die wird gemacht. Ich weiß das Rezept. Halb aus Kalbfleisch, halb aus Rindfleisch. Und deshalb schmeckt sehr, sehr lecker. Wollen wir so tauschen? Granatenmäßig. Nee, ich habe kein Geld der Welt. Also gut essen und trinken sind die drei schönsten Dinge im Leben, oder? Mhm. Also es gehört auf jeden Fall dazu. Claudia spart nie an gutem Essen, aber auch nicht an Trinkgeld. Stimmt so für dein Küchenpersonal. Oh, du bist aber großzügig. Auch sonst sitzt das Portemonnaie heute locker, denn bald steht eine Reise nach Ibiza an. Was sagen Sie zu dem? Das Schwarze, ja, schön. Heute ist nicht so viel, das sind dann nur 500. Aber ein besonders schöner Badeanzug oder ein besonders schönes Dessous-Set kann allein schon mal 400-500 kosten. Ne? Na klar. Und die passende Sonnenbrille darf auch nicht fehlen, oder? Guten Tag. Ich bin heute im Shoppingfieber. Haben Sie schon die neuen Sonnenbrillen? Ja, habe ich. Und? Sich gut an? Das ist schon meine Lieblingsbrille. Jetzt schon? Ja. Sehr gut. Sehr schön. Was macht's? Das sind genau 300 Euro, bitte. Die 61-Jährige kennt beim Shopping selten ein Limit. Tschüss, tschüss, tschüss. Da Claudia sonst nie darauf achtet, was sie privat monatlich ausgibt, könnte sie der Kontocheck zum 15. dieses Monats überraschen. Was ist von den 20.000 Euro noch übrig? So, jetzt wollen wir mal sehen, wie die Reise weitergeht. Also, wir sind jetzt bei der Monatsmitte und die 20 Euro sind runtergeschmolzen auf 14.330. Ich gehe immer zum Geldautomat und hebe 1.000 Euro ab, damit ich nicht jeden Tag zweimal dahin rennen muss, ja. Denn irgendwie brauche ich manchmal auch viel Bargeld. Blumen, ich liebe richtig tolle Blumensträuße und wenn ich in Hamburg bin, da kann der auch schon mal 120 Euro kosten. Mein Friseur in Hamburg wie Berlin, die sammeln so die Rechnungen an, denn ich kriege ja ein Styling. Ich lasse mich da nicht mal eben nur föhnen, Haare, Make-up, Pediküre, Maniküre, Serenbehandlungen, die cremen mich ein wie so eine ägyptische Mumie, damit ich nur einigermaßen vorzeigbar bin. Und wenn so ein runder Tausender angefallen ist, dann schicken sie eine Rechnung. Dann war ich in einem Restaurant, ja, das muss drin sein, jeden Tag 130 Euro. Dann meine Hotelkosten in Berlin, da habe ich einen super Tarif, ja, 250 Euro die Nacht für eine Suite, wenn sie gerade frei ist, oder für ein Luxusdoppelzimmer. Dieses Schlosshotel liebe ich. 3 Nächte, 250 Euro sind 750. Personal Training kostet 150 Euro, das mache ich viel zu selten. Dann ein paar Taxiquittungen, so ein Stapel, so eine Sammelberechnung, 315. Dann ein paar Sachen beim Schneider, die repariert werden müssen, 45 Euro. Bleiben jetzt noch 7.501 und 79 Cent. Jeder Cent zählt. Wir haben jeden Cent nötig. Ob die 7.501 Euro und 79 Cent bis zum Monatsende reichen werden? Claudia Obert kennt man als gut gelaunte Partyqueen. Doch von nichts kommt nichts. Kaum einer kennt Claudia als knallharte Businessfrau. Heute ist die Millionärin in die Metropole Mailand gereist, wo sie eine der größten Schuhmessen der Welt besucht. Mailand und Rom, die sind unserer Zeit voraus. Die haben tolle Sachen, ja, die dann 2 Jahre später bei uns hängen. Und jetzt will Claudia zur Mika-Messe. Begleitet wird sie von ihrer Mitarbeiterin Samira. Was findet man auf dieser Messe genau? Die Mika ist die weltgrößte Schuhmesse. Und da sind ganz viele Hersteller mit ihren neuen Modellen, mit ihren neuen Ideen. Ja, bevor es in die Läden kommt, kommt es ein halbes Jahr vorher auf einer Messe. Und da haben wir da so gescoutet und ein bisschen was bestellt. Wir sind zweimal im Jahr in Mailand und alles, was wir kaufen, verkaufen wir auch wirklich gut. Es kommt immer gut an. Claudia Obert ist nicht nur meine Chefin, sondern die ist auch mittlerweile eine sehr, sehr enge Person, also sehr, sehr enge Freundin für mich geworden. Amore, amore, you have the best shoes of Italy, of the world. I love you, I just tell, you know. Wir haben da so rund 1.500 Paar Schuhe bestellt. Also so, das ist so der Werdegang, wie Schuhkollektionen entstehen.
Ach, zurzeit schätze ich, kaufen wir hier insgesamt unterm Strich für 200.000 Euro Schuhe ein. Wir sind natürlich auch Trüffelhunde und gucken nach neuen Styles und neuen Designs. Where do you come from? Florida. Diese Schuhe gibt's noch nicht. Frage, ob sie jemand braucht. Wie soll man damit laufen? Die wiegen 2 Kilo. Total spooky, was es hier zum Teil gibt, was die Leute sich so einfallen lassen. Aber Klamotten, sie sollen ja nicht nur abgefahren aussehen, man muss sie ja auch anziehen, vor allen Dingen Schuhe. In der Modemetropole zeigt Claudia aber auch eine andere Seite. Immer wenn ich in Mailand bin, gehe ich in den Dom. Und gehe ein bisschen in mich und überlege mir, ob das Leben vielleicht doch einen Sinn haben könnte. Immer wenn jemand gestorben ist, bin ich in den Dom, habe für den Kerzen angezündet und hoffe, dass es mir hilft, dass ich den Schmerz, wenn Papa und Mama gestorben sind, besser verarbeiten kann. Da leide ich immer noch unheimlich unter dieser Trauer. Ich glaube, niemand hat so guten Papa und Mama gehabt wie ich. Die haben ihr ganzes Leben ihren 4 Kindern gewidmet, ja. Ich habe die Kerzen angezündet für meine Eltern, für meine Patentante. Für mich habe ich auch angezündet, dass es bei mir noch lang gut geht. Für meine Mitarbeiter. Und bei der letzten Kerze, weil ich ja nicht geizig bin, den Segen für alle. Ich sag ja, das Paradies ist nicht erlaubt, ne? Ich habe schon so schlechte Erfahrungen gemacht mit den Menschen. Beste Freundin hat mir das Konto geplündert und Männer sowieso. Aber unterm Strich bin ich happy, ja. Weil alles, was ich möchte, war ich in der Lage, dort anzukommen, wo ich hin wollte. Und obwohl Mailand ein Business-Trip ist, hat Claudia noch genug Gelegenheit zum Shoppen und für die Frisur. Generell haben wir ja gelernt, dass Geld zum Ausgeben da ist. Aber was sagt Claudias Konto dazu? Ist von den 20.000 Euro noch etwas übrig? Also die schönen 20.000, die schmilzen wie Butter in der Sonne. Letztens hatte ich noch 7.501 Euro übrig. Und jetzt habe ich mir nochmal 1.000 abgehoben. Ab und zu einen Kaffee kaufen. Dann habe ich mir ein hübsches Wohnaccessoire gekauft, 214. Dann ein paar Mal hin und her mit der Taxe, 380. Restaurant im Schnitt immer so 150. Ein paar nette Utensilien aus der Parfümerie. Ein paar schöne Bikinis und Unterwäsche, 619. Vom Friseur eine Sammelrechnung mit Rabatt, 1.000 Euro. Dann sind wir nach Mailand, da war ich beim Friseur 148. Plus ein üppiges Trinkgeld von 70 Euro. Sie haben immerhin wegen mir früher aufgemacht. Dann einen super süßen Sonnenhut für 2,55. Bisschen Taxi, 170. Dann ein paar Mal futtern. 560, dann braucht man wieder Bargeld, 1.000. Und, das kann wohl nicht wahr sein, der ganze Spaß, bleiben mir noch 754 Euro. Ich mache das passend mit diesen 20.000, aber ich hätte gut und gerne das Zehnfache ausgeben können. Nur etwa 750 Euro sind noch übrig. Für Millionärsverhältnisse wurde es dann doch fast knapp. Da sind wir mal gespannt, ob sie sich nächsten Monat mehr Geld auszahlt.